Wandertag im Münsterland. Damit herzlich willkommen hier zum Baumberger Marsch 2023. Ich bin der Swobo und ich bin ja heute in Billerbeck, ungefähr 20 Kilometer westlich von Münster. Und hier startet der Baumberger Marsch. Zweite Mal findet das in diesem Jahr statt. Und ich freue mich schon total. Ist ja direkt hier vor meiner Haustür. Ich wohne mal gerade knapp 10 Kilometer entfernt hier. Praktisch gewohntes Terrain, wo ich unterwegs bin. 600 Höhenmeter, 42 Kilometer bei herrlichstem Sonnenschein. Mit netten Leuten. Mal schauen, wie man alles trifft, wie man wieder trifft. Aus dem letzten Jahr vom ersten Marsch. Und dann gehe ich jetzt mal einchecken hier. Mit dabei natürlich wieder der Peter. Darf ja nicht fehlen, ne? Ja, ist schon so Wanderzwillinge geworden. Kann das sein? Irgendwie schon, ne? Ja. Immer dabei. Muss ja. Der Jörg ist auch wieder mit dabei. Ist ja für dich auch ein Heimatmarsch sozusagen. Ja, klar, ja? Heimspiel vor der Haustür, für uns ja auch. Und der Michi, der ja eigentlich, muss mal gucken, die Musik ist ja so laut, aber willst du machen? Der Michi, der eigentlich schuld ist, dass ich überhaupt mit Wandern angefangen habe. Ich? Ja, und das erzählt er mal unterwegs, wie das gekommen ist. 5, 4, 3, 2, 1, Start! Baumberger Marsch 2023, 9 Uhr. Wir wünschen euch viel Spaß. Viel Freude, ja, unterhaltet euch, erkundet die Gegend. Mal, wie lange sie hält, ne? Warum? So, 10 Minuten sind wir unterwegs. Kilometer 1 haben wir geschafft. Das muss noch 41. Kommen jetzt hier an die Berkel und dann gleich erstmal hier Billerbeck City. Aber hier ist auch schön, ne? Schön schattig, bisschen Wasser. Wunderbar. Ja, Freunde, und hier bei Kilometer 5, der erste Naturzwischen-VP sozusagen. Die Kirschen werden reif. Ah, die richtig roten hängen natürlich weit oben. Hier auch immer wieder Wegweiser und Hinweisschilder auf den Logerusweg. Sind Peter und ich ja, da war das Winter, Frühjahr, weiß ich gar nicht. Ich glaube Anfang des Jahres, in diesem Jahr sind wir den mal gewandert. Sind wir auch knapp 40 Kilometer. Und Video blinke ich euch oben rein. Blinken ist auch gut, ne? Verlinke ich euch oben rein. Und das war ja der tolle Ausflug, Peter, weißt du noch? Ja, wo du mich gelockt hast. Hier, wir haben einen kleinen Gasgrill dabei gehabt und Würstchen, war ja Winter. Und ja, guck's euch an. Ich will jetzt ja nicht sehr lustig spoilern. Gibt's die eine oder andere Panne. So, Jörg, jetzt haben wir Kilometer 7. Läuft ganz gut, glaube ich, ne? Bei mir schon. Ja. Ich auch. Bei mir auch, ja. Ne, also alle, die meine Videos sonst nicht gucken, letzte Marsch war ja Heidelberg, Mammutmarsch Heidelberg, auch 42 Kilometer, paar Höhenmeter mehr. Hatte hier ziemlich große Klappe am Anfang und ein bisschen wenig Kondition am Ende, sagen wir mal so. Kann man zusammengefasst so sagen. Vorgestern hatten wir in Nordrhein-Westfalen ja noch so ein bisschen Unwetter mit Starkregen. Jedenfalls hat es hier in der Gegend auch lange geregnet, die ganze Nacht. Und hätte gedacht, dass in dem Wald hier, wo die Sonne nicht so hinkommt, es auch deutlich matschiger ist. Ne? Dass man hier richtig schön versumpft, aber nee, fast alles schon wieder trocken. Da kann man mal sehen, was das Wetter so wegschafft an Verdunstung hier. Thank you.
komme jetzt hier an die Landstraße zwischen Havisberg und Billerbeck und die ist recht viel befahren, recht zügig befahren. Da finde ich total klasse, dass hier halt Leute sind, die aufpassen, dass wir nicht einfach so auf die Straße rennen. Sehr gut. So. Und wir warten mal lieber. Mittlerweile 11 Uhr, wir sind jetzt knapp 2 Stunden unterwegs hier und herzlich willkommen an VP1 bei Kilometer 10,5. All die meine Videos gucken, wissen, ich bin so ein bisschen Mettwürstchen fixiert. Im letzten Jahr gab es ja hier richtig welche. Schauen wir mal, wie es dieses Jahr ist. Dem Peter ist, glaube ich, warm. Und nicht nur dem Peter. Es gibt an VP1 und es ist keine Mettwürstchen. Jetzt habe ich ja so viel Reklame gemacht, ein Jahr lang, dass die richtig dicke Mettwürstchen gibt. Ja. Weiter geht's. Aber auch hier im Wald super ausgeschildert. Denn im Vergleich jetzt zu diesen Groß-Events, wo wir sonst dabei sind, Mammutmarsch, auch mal Megamarsch. Gar nicht so viel Teilnehmer, dass man nicht unbedingt immer einen vor sich hat. Wo wir jetzt hier gerade durch den Wald wandern, stellen wir fest, es ist doch herrlich, dass wir hier leben, dass wir hier wohnen dürfen, da wo andere gerne Urlaub machen. Gabelung, 50 Meter. Das ist das zweite Mal jetzt hier, dass der, der Baumberger Marsch hier veranstaltet wird. Und in diesem Jahr gibt es halt auch die Möglichkeit, eine 21 Kilometer Strecke zu laufen. Ich glaube, im letzten Jahr, weiß ich gar nicht, ob das genau 2 Strecken gab es da nicht. Habe ich irgendwie keine Gabelung gesehen. Ich glaube, es ist in diesem Jahr das erste Mal. Und hier kommt dann halt gleich der Split. Muss man aufpassen, dass man nicht falsch abbiegt. Aber das ja, kann man gar nicht falsch machen, ne, wenn man hier guckt. Das ist ja sehr gut. Aber nicht 21, 26 Kilometer. Oder Peter, wofür entscheidest du dich? Ja, mittlerweile knapp 14 Kilometer, geht so ein bisschen rauf und runter hier in dem Baumberg, weil wirklich wunderschön, gerade jetzt, wo die Sonne so ballert, im Wald zu spazieren. Oben kommt die Sonne durchs Blätterdach, wirklich herrlich. Guck mal, hier wieder gut aufgepasst auf uns. Wir dürfen warten. Aber es ist ja gut, dass jemand aufpasst, dass wir nicht einfach hier vor das Auto laufen, ne, wie die Doofen. Von daher sagen wir mal hier, Dankeschön fürs Aufpassen. Alles Gute. Jo. Ja, mittlerweile 12 Uhr, 3 Stunden sind wir jetzt hier unterwegs, knapp 16 Kilometer. Das heißt eigentlich für das Wetter, ne? Wir haben ja irgendwie so Mitte, Ende 20 Grad hier und ist schon echt ein bisschen drückend. Wir sind ja auch so ein paar kleine Pummels, ist ja so, ne? Ja. Muss man nicht schön reden. Und da haben wir schon, wie heißt das so schön, ein bisschen Tauwetter für Dicke. Und das merken wir halt, ne? Darum pusten wir hier, aber das heißt ja nicht, dass wir hier nicht durchkommen. Wir brauchen halt ein bisschen länger vielleicht als die athletischen Teilnehmer. So sieht's aus. So sieht's aus. Habe ich schön gesagt, ne? Wunderschön. Wunderschön. Hätte nicht besser ausdrücken können. Ja. Die Hälfte ist geschafft. Die Frage ist ja, genau, wovon ist die Hälfte geschafft? Auf dem Weg zum nächsten Verpflegungspunkt, da sind wir ein bisschen über der Hälfte. Aber die Hälfte von 42 ist ja 21 und nicht 17, oder wir haben irgendwie was falsch gedeutet. Vielleicht haben wir abgekürzt. Aber dann unabsichtlich, wir sind hier immer der Herde nach.
Ja, Freunde, wir haben uns gerade gewundert, dass da stand, die Hälfte ist geschafft. Und wir haben erst gut 17 Kilometer am Tacho. Und jetzt sehen wir hier vor uns direkt den VP2. Da habe ich auch erst nach 20 Kilometern erwartet. Und das überlegen wir echt schon, ob wir was falsch gemacht haben. Aber wir laufen ja nach Navigationsdaten hier und den Leuten hinterher. Wir haben Ausschilder was falsch gemacht haben. Man weiß es nicht. Oder es wird eine Kurzstreckenwanderung heute. Es wird dann keine 42. Dann sind es am Ende, wenn wir ja 4 gespart haben, nur 38. Ja. So, dann schauen wir mal, wofür wir hier Schlange stehen. Nur macht ihr dann nur die Wasserstelle, Getränke, saure Gurken gibt es, Obst, Schokolade, nochmal Obst. Jo. Und Toiletten. Jörg mal noch ein Päuschen hier. Da fällt mir auch ein, ich habe was vergessen. Ich habe zwar an mich gedacht, ich habe meinen Akku geladen, lecker mein Butterbrot gegessen, was ich mitgenommen habe, saure Gurke, Cola getrunken, aber ich habe den Kameraakku nicht gewechselt. Das muss ich auch noch machen. Wir haben uns gerade mal kurz mit dem Veranstalter unterhalten, von wegen 17 Kilometer VP2 und das Schild Halbzeit. Die wussten nicht, wo sie weiter vorne das Schild aufstellen können. Darum stand das Schild schon mal ein bisschen früher, jetzt mit der VP auch. Muss ja mal irgendwo passen, ne? Ist ja auch in Naturschutzgebiete teilweise. Kann man nicht einfach sagen, so, da fahre ich mal eben mit dem Auto in den Wald und stelle ein Pavillon auf und so weiter. Das geht ja auch nicht. Von daher war jetzt hier der VP und das Schild. Aber es sind am Ende des Tages 42 Kilometer. So viel kann ich schon mal spoilern. Im nächsten Jahr wird die Strecke 50 Kilometer lang sein und die kurze Strecke dann 30 Kilometer. Wir machen Google Wanderview. Wir machen jetzt die 3D-Aufnahme. Die schönsten Wanderwege für StreetMap. Neue Apple-Brille. Ja, nach knapp 4 Stunden und 20 Kilometern kommen wir jetzt hier nach Schabdetten. Biegen gleich hier rechts den Weg rein. Und das ist eine bekannte Strecke hier für Radsportler. Das kenne ich vom Rennradfahren auch ganz gut. Das ist eine der ordentlichsten Steigungen, die wir hier anzubieten haben. Ich weiß gar nicht, was ich hatte. Ich meine, was um 18%. Da gehen sie richtig rauf. Im Video sieht der mal alles so ziemlich flach aus. Wir werden noch ein bisschen verschont. Wir dürfen gleich rechts abbiegen und müssen gar nicht ganz rauf. Aber der Ausblick echt richtig schön hier heute Mittag. Siehst du, da mussten wir gar nicht lange warten. Nochmal rauf zur Leopoldshöhe. Da waren wir gerade erst noch vor ein paar Kilometern. Wir hatten uns schon gewundert, dass da zwei vom Organisationsteam hier sitzen, in so einer gelben Warnweste. Und wir dachten, ja, kann man sich eigentlich nicht verlaufen. Aber man hätte da, glaube ich, auch massiv abkürzen können, dass da keiner verläuft wahrscheinlich. Darauf hingewiesen wird, sitzen da zwei. Ne? Schauen wir mal, die hier noch sitzen. Ja, und hier nach 22,5 Kilometern kann man halt gut sehen. Ne? Vorhin sind wir hier von oben gekommen, da abgebogen. Jetzt kommen wir von hier irgendwie links ab. Und da vorne sind halt die beiden Streckenposten, was ich vorhin meinte. Die aufpassen, dass sich hier keiner verläuft. Ja, und diese Stücke hier im Wald zu laufen, immer wieder so richtig erholsam. Gefühlt nur die halbe Temperatur, als ob man in so einem Raum reinkommt, wo eine Klimaanlage an ist. Also richtig, richtig toll. Und die Optik und das Ganze in der Natur zu sein, natürlich noch obendrauf. Ja.
Freunde, ich durfte mir vom Jörg und vom Peter ja gerade auch schon ein paar böse Blicke einfangen, von wegen, versprichst uns hier Mettentchen bei der Wanderung. Und war bis jetzt ja nichts. VP3 kommt ja noch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Jetzt ist aber gerade eine Gruppe Wanderinnen uns überholt und hat gesagt, ja, du hast uns doch die Mettentchen hier im Video versprochen. Wo sind die Mettentchen? Ne? Ja, was soll ich da machen? Selbst welche mit. Machst du nichts, ne? Also, mal auch vergessen. Lieber Veranstalter, wenn du das Video hier guckst, warum gibt es in diesem Jahr keine Mettentchen? Warte doch mal, die haben wir noch nicht schon. Ja, aber letztes Mal gab es an jedem Dings, ne? So. Vielleicht sind so viele übergeblieben, dass das dann irgendwie gut. Oder, ja, ich weiß es nicht. Muss man doch auch ankündigen, oder? Ja. Wenn man was verändert, so was Elementares, was Motivierendes. Ja. Jedenfalls hier, die Damen haben sich gerade beschwert. Was für mich nach knapp 28 Kilometern hier heute ungewohnt ist bei so einer Marschveranstaltung. Wir müssen auf die Strecke selber achten. Das hat man ja eigentlich immer so den Effekt, man läuft Leuten hinterher und ist immer irgendwie wer vor einem. Und es ist heute jetzt nicht so, dass die Lücken halt zwischen den Gruppen doch so groß sind, auseinandergezogen ist hier das Ganze, dass wir selbst den Weg finden müssen. Aber ist kein Problem, ne? Haben wir den Track ja auf dem Navigationsgerät und ist auch super ausgeschildert, auf der Straße gesprüht, kann nichts passieren. Vorne rechts sieht man jetzt die Steverburg. Bis vor ein paar Jahren mal hier ein Hotelrestaurant. Noch ein bisschen gehobenere Küche, gehobenere Preise. Aber irgendwie jetzt auch geschlossen. Ne? Weiß ich nicht, ob die gehobenen Preise nicht angekommen sind. Weißt du das? Woran die es gekrankelt hat? Keine Ahnung. Opfer vom C war das nicht. Das war vorher schon zu. Aber kommt mal halt gut essen. Und bevor das damals ein Hotel war, war das die Jugendherberge von Nottuln. Wir sind mittlerweile mitten im Zentrum von Nottuln. Und auch hier wieder so eine richtig gefährliche Straßenquerung. Und das ist echt tippitoppi, ne? Dass die beiden Schülerlotsen, ich was gesagt, hier Wanderlotsen aufpassen. Ich muss nur, sie Land gewinne. Da kommen die Damen, die so unzufrieden waren, weil es keine Mettwürstchen gibt, die mein Video vom letzten Jahr gesehen haben. Weiter geht's. Wie auch schon bei der Premiere im letzten Jahr, darf in diesem Jahr auf der Strecke natürlich nicht fehlen. Hier der höchste Punkt im Münsterland, der Longinusturm auf dem Westerberg. Rund 188 Meter über normal Null. Und der Turm selber ist, glaube ich, lass mich lügen, 24 Meter mit Antennen 32 Meter hoch. Und ungefähr 120 Jahre alt. Bin wieder bestens vorbereitet hier heute. Aber das hätte ich auch, glaube ich, jedes Mal, wenn ich hier eine Fahrradtour mache oder irgendwas vorbei in den Videos. Immer der Longinusturm natürlich. Ist ja was Besonderes, ne? Höchster Punkt im Münsterland. Ja, hier auch wieder ein schöner Motivationsspruch. Jeder Champion war mal ein Kämpfer, der sich geweigert hat, aufzugeben. Und da kommt Black Max, der Kämpfer, der nicht aufgibt. Sonst ja bei den Großveranstaltungen halt immer mehrere tausend Leute, die da unterwegs sind. Man kann sich nicht verlaufen, ist klar, aber dementsprechend so ein Vogelgezwitscher im Wald nimmt man gar nicht wahr. Okay, nehmen die anderen jetzt auch nicht wahr, weil ich schon die Klappe nicht halten kann, aber egal. Und hier ist das heute fast schon wie so sonntags, nachmittags Familienspaziergang. Ne? Eine Handvoll Leute, aber so trifft man jemanden. Okay, ich werde jetzt regelmäßig angemeiert, weil es keine Mettwürstchen gibt. Also ob ich nicht der Veranstalter bin, nur weil ich im letzten Jahr mein Video mich so gefreut habe. Ja, also lieber Veranstalter, ne? Mach was. Ja, Freunde, nach jetzt gut 6 Stunden hier, Kilometer 31, 32, irgendwas, der VP3, die Stunde der Wahrheit, gibt es heute noch Mettentchen. Das entscheidende Thema, das alles beherrschende Thema hier heute für mich. Da wird es sich gleich entscheiden.
Freunde, der Tag ist gerettet. Ich werde im Ziel nicht verprügelt. Es gibt Mettentchen. Glück gehabt. Ja, und nach gut 30 Kilometern, was isst man da, was man ja, als Sportler in Anführungsstrichen, na gut, sind wir auch nicht, ne? Tasse Kaffee, Mettentchen. Freunde, VP3 hier total überzeugend. Mettentchen gibt's hier, Kaffee gibt's hier, kaltes alkoholfreies Bier gibt's hier. Und es gibt nette Leute, die uns angesprochen haben, die, wo ich angeblich schuld bin, dass sie jetzt hier teilgenommen haben. Genau. So weit ist es gekommen, ja, sogar. Ja, so weit ist es gekommen. Und dass die Damen sich hier Kompressionsstrümpfe angezogen haben. Weil wir wirklich jedem empfehlen können, der sowas hier anfängt oder macht, dass man keine dicken Füße hat. Super. Sonst kriegt man, zwei Socken. Sonst kriegt man nämlich die Füße nicht mehr raus aus den Schuhen nachher, wenn man ganz davon rumläuft. Glaubt uns, das ist so, ne? Ja, ja, habt ihr vorher auch ordentlich trainiert dann? Also was mal ohne Socken, probiert ihr mit Socken? Nee, ich habe heute erstmal auch Thrombosestrümpfe und zwei Socken an. Läuft. Ja. Zwei Socken, dank dir. Wieder. Läuft. Und keine Blase, super. Ne? Nee, keine Blase. Ich könnte es jetzt zeigen. Wollt ihr das sehen? Nee, alles gut, ne? Ich glaube, ihr schon. Ja, dann würde ich mal sagen, Endspurt, ne? Noch 10 Kilometer. Auf jeden Fall. Und noch eine schöne Pause. Euch auch. Wir sehen mal zu, dass wir... Wann seid ihr gestartet? Ja, heute. Ja, heute. Früh. Um 9 Uhr. Okay. Wir lassen es ruhig angehen heute. Ja, bei dem Wetter sowieso. Alles klar. Heiß. Stellt sich einem noch die Frage jetzt, ist das eigentlich Wildcampen, wenn man auf seinem eigenen Autodach zeltet? Ich weiß es nicht. Man sagt, glaube ich, bei Wohnmobilen dazu freistehen, ne? Dann steht frei. Aber hier scheint eine Party zu sein. Von daher gehört das wohl dazu. Warte mal, kann man nicht vorstellen, dass wir hier richtig sind. Jetzt haben die parkenden Autos da gerade irgendwie das genau passende Schild zugeparkt. Auf dem Navigationssystem sieht man es ja nicht so ganz fein. Hier ist die Straße, da waren wir gerade schon unterwegs. Aber hier ist eigentlich der Weg, so 5 Meter neben der Straße. Ist ja auch sinnvoller. Aber das Schild war wohl zugeparkt. Aber wir haben es ja gefunden. Müsst ihr auf Klo? Das ist eine Wanderveranstaltung. Hier, Leute, das ist mal kreativ, ne? Das ist ein Mammutmarsch. Der Mammutschriftzug ist ja geschützt, also hat er den geändert. Und da einen Mammutarsch von gemacht. Mittlerweile nur noch gut 5 Kilometer bis ins Ziel. So ein Stündchen, wenn wir unterwegs sein. Sonne geht auch schon so ein bisschen in Schieflage, brennt nicht mehr direkt von oben. Das ist auch ganz gut und wir laufen ein bisschen durch den Wald hier. Das müssen wir mal genießen, weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, laufen wir das letzte Stück jetzt genau andersrum wie im letzten Jahr. Da war hier auf dieser Richtung sozusagen der Start und dann wird es gleich freie Fläche werden. Ja, Freunde, an solchen Tagen, da weiß man einfach so einen Baum zu schätzen, der Schatten wirft, definitiv, ne? Und hier auf freien Plätze jetzt zu laufen, schattenfrei, puh, gefühlt doppelte Temperatur, ne? Boah, wir haben auch knapp 30 Grad. Aufgeben kannst du bei der Post. Noch 1000 Meter. Ja, die letzten knapp 500 Meter jetzt hier ins Ziel, noch einmal um die Sportanlage rum.
Bin mal gespannt. Im letzten Jahr sind wir ja praktisch rückwärts ins Ziel gelaufen, hätte ich fast gesagt. Jetzt also an der Bierbude vorbei, dann ins Ziel. Ob wir jetzt einmal rumlaufen oder Jörg meint, ist auch wieder so wie im letzten Jahr. Wir schauen mal, was wir auf jeden Fall feststellen können hier. Jetzt nach knapp 9 Stunden, die wir unterwegs sind. Wir haben das schön gemütlich angehen lassen, das Ganze. Dass es bei dem Wetter doch ganz schön eine Herausforderung ist. Für so Pummelchen jedenfalls wie mich hier. Ich bin schon mal gesagt, Tauwetter für Dicke. Definitiv, wenn es mal schmelzen würde. Egal, mein Problem. Und da freuen wir uns auf jeden Fall gleich auf ein schönes, kaltes Getränk am Bierwagen. Ich muss nicht mehr Auto fahren. Meine liebe Frau holt mich ab, meine Tochter ist im Ziel. Ach, ist das schön. Ja, kann ich. Und auch schon hören. Ja, und genau wie im letzten Jahr laufen wir jetzt erstmal an der Bierbude am Buffet vorbei ins Ziel, hier die letzten 50 Meter. Und ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Das war ja nicht in Frage gestellt, aber trotzdem bei dem Wetter hier ist man echt froh dann, wenn es dann vorbei ist und man noch angekommen ist dann. Jo, letzten 50 Meter. Ich hab dich schon vermisst. Was mich vermisst? Ja. Wir sind ziemlich am Anfang losgelaufen. Wir sind ziemlich am Anfang losgelaufen, das stimmt, aber wir haben es gemütlich angehen lassen. Ja. Bei dem Wetter muss man sich auch nicht übertreiben. Ne? Aber wir kriegen wahrscheinlich wieder ein wunderschönes Video. Hoffe ich doch. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Dankeschön. Hey. Hi. Hi. Hi, na? Ja? Hi. Hi, na? Und noch eine Kamera. Super, schön, dass ihr dabei wart. Super. Dankeschön. So, Freunde, Urkunde gibt es natürlich auch noch. Swobo, S-W-O-B-O. Vorname? Nee, nur Swobo. W-O-I-T-O-K. Ja, Freunde, das war's schon wieder hier. Baumberger Marsch 2023, 42 Kilometer hier bei herrlichstem Sonnenschein. Oft schon ein bisschen zu viel. So ein bisschen sehr warm gewesen, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch der Freude schon gar nicht. Und wirklich eine super Veranstaltung wieder. Genau wie im letzten Jahr, habe ich auch gar nicht anders erwartet. Da sieht man einfach auch die Liebe, die da reingesteckt wird. Wenn das ein kleines Orga-Team privat sozusagen organisiert, dann mit Unterstützung von Sportvereinen. Jetzt der letzte VP war der Lauftreffon heute hier, die dann richtig motiviert sind. Tipitoppi. Ist bei großen Marschveranstaltungen auch, da sind die Leute, die Volunteers auch motiviert. Aber hier merke ich auf jeden Fall den Unterschied. Auch im Ziel jetzt, dass man nochmal direkt einen Becher bekommt, etwas Isotonisches zu trinken. Dass man da sich kümmert um die Leute. Das finde ich echt schon klasse. Wieder total begeistert hier. Und jetzt geht's nach Hause, Füße hochlegen, bisschen ausruhen, vorbereiten auf den nächsten Marsch. Und aufs nächste Jahr freue ich mich auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, mich und uns hier heute zu begleiten. Wenn ja, lasst uns auch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht, halt auch gerne den Kanal hier abonnieren und vielleicht auch im nächsten Jahr selbst dabei sein hier beim Baumberger Marsch 2024. Dann, wie gesagt, 30 Kilometer und 50 Kilometer Distanzen. Also, ciao, bleibt gesund.